Hallo und willkommen zurück, liebe Bastelfreunde da draußen. Heute in meinem Video geht es um das Material Gips. Gipsbinden und Epoxidharz. Wer kennt denn nicht den Babybauchabdruck von der Freundin, der Frau? Heute speziell geht es um den Po-Abdruck. Eine Freundin hatte mich angefragt, du, der ist kaputt, du machst da was mit Epoxidharz. Wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin, das zeige ich dir jetzt in meinem Video. Viel Spaß dabei! Hallo und willkommen zurück. Da am Ende der Gipsabdruck an der Wand montiert werden soll, habe ich auf dem Baumarkt mir zwei Winkel käuflich organisiert, diese zurechtgebogen und am Ende mit Muttern und Schrauben am Abdruck fixiert. Anschließend noch mit dem Dremel die Ränder begradigen und Unebenheiten herausschleifen. Und zu guter Letzt noch die Reparaturarbeiten an dem kaputten Gipsabdruck. Neue Gipsbinden einbringen und den Abdruck etwas versteifen. Die Schrauben waren doch etwas zu lang gewählt, deswegen den Dremel hier nochmal anschmeißen und herunterschleifen. Im nächsten Arbeitsschritt habe ich Gips angerührt, damit ich die Übergänge von den Winkeln und den Schrauben kaschieren und modellieren kann und eine saubere Oberfläche auf den Gipsbinden herstellen kann. Und natürlich auch die Außenseite, damit die Gipsbinden sauber und die Oberfläche glatt ausschaut. Nachdem dann alles gut abgetrocknet war, mit Schmirgelleinewand 80er und 120er die Oberflächen abgeschliffen, allerdings ein paar Nacharbeiten blieb mir, mit Gips neu angerührt, überarbeitet und neu abgeschliffen. Tausche Gipsgrau gegen Weiß ein, allerdings sollte das Weiß noch zum Verhängnis mehr werden. Die Innenseite konnte ich frei wählen, ich hatte Schwarz gewählt. Schon da stellt sich das Problem, der weiße Untergrund war nicht der beste. Die Vorderseite des Gipsabdruckes wurde blau-metallic gewählt. Allerdings zeigt sich auch hier, dass die Farbwahl Weiß als Untergrund nicht die beste war. In Summe benötigte ich 7 Übergänge mit Epoxidharz, damit das Metallic Blau schön zur Geltung kommt. Und zu guter Letzt die Oberfläche noch etwas aufarbeiten mit Politur. Mit diesen Bildern möchte ich mich wieder verabschieden, bedanke mich fürs Zuschauen. Natürlich, die Freundin war überglücklich, dass ich ihren Abdruck gerettet habe und neu aufgepimpt habe. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich umso mehr freuen und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Somit sage ich vielen Dank und bis demnächst,
der Jens.